Jo Leute, was geht ab? Kurzer Claimer, bevor das Video anfängt. Falls es spät am Abend ist, solltet ihr euch das Video mal wann anders anschauen, vielleicht morgen früh oder so. Aber falls ihr die Balls habt, könnt ihr natürlich das Video spät am Abend gucken. Das ging nur raus an die etwas jüngeren Zuschauer. Also falls ihr es spät am Abend schaut, dann schreibt mir bitte nicht auf Instagram: "Oh, du Missgeburt, wegen dir kann ich nicht schlafen." Außerdem habt ihr sicher meine Insta-Stories abgecheckt und gesehen, dass ich da öfters ein Kind poste. Ein Baby, was eine Krankheit hat. Die türkische Mutter hat sich an mich gewendet und ich dachte mir, ich versuche mein Bestes, ich gebe mein Bestes. Somit glaube ich auch natürlich an euch. Falls ihr das Baby retten wollt, jede Spende zählt. Für jede Spende ist euch die Mutter 1000 Millionen Mal dankbar. Ich natürlich habe auch gespendet. Das Baby hat nicht mehr viel Zeit zu leben, also lasst uns heute etwas Gutes tun. Ich weiß, ich habe etwas jüngere Zuschauer, aber es würde auch natürlich helfen, wenn ihr das Video euren Eltern zeigt oder die Seite von dem Baby euren Eltern zeigt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, da würde ich sagen, los geht's mit dem Video. Jo Leute, was geht ab? Heute mal zu einem komplett anderen Video. Wir haben gerade 23:21 Uhr. Wie ihr schon gemerkt habt, wird es heute ein etwas gruseliges Video. Deswegen macht euch Popcorn, verkriecht euch unter eurer Decke und mein Handy hat gerade geklingelt. Ich habe Angst bekommen, Digga. Kennt ihr immer diese bisschen herumschauen und so, während man erzählt oder während man Horrorfilme schaut? So fühle ich mich gerade, Digga. Ich habe ja öfters 3 Uhr nachts Videos oder so gemacht, aber selbst die habe ich wirklich immer lustig verpackt oder sonstiges. Dieses Mal kein Rumschreien, dieses Mal kein was auch immer. Heute Deep Talk über Geschichten, die mir wirklich so passiert sind. Da gibt es natürlich Leute, die solchen Geschichten nicht glauben. Ich werde auch jetzt nicht die Kommentarfunktion irgendwie deaktivieren oder sowas. Schreibt eure Meinung dazu unten in die Kommentare, was ihr davon hält. Schreibt eure Geschichten, die ihr selber mal erlebt habt, auch in die Kommentare. Falls ihr an paranormale Sachen oder sonstiges nicht glaubt, dann disliked das Video und verlässt dieses Video. Ich würde dann einfach loserzählen und wünsche euch dann viel Spaß. Ja. Gerne. Dankeschön. So als 7-, 8-Jähriger war ich öfters alleine, müsst ihr wissen. Die Flasche hat gerade Geräusche gemacht. Digga, was geht ab? Ihr müsst wissen, dieses Zimmer hier habe ich damals mit meinem Bruder geteilt, also in meiner Kindheit. Das war, bevor er noch geheiratet hat. Ja, wir hatten solche Hochbetten. Er hat oben geschlafen, ich habe unten geschlafen, ganz normal halt. Meistens habe ich meinen Bruder in meinem eigenen Zimmer selten gesehen. Das lag daran, dass mein Bruder halt damals sehr viel Straße war. Ihn habe ich nur dann gesehen, wenn ich auch wirklich so um 3 Uhr nachts wach war. Zufällig. Als 6-7-Jähriger. Das war als selten der Fall, von daher, ja, ich habe meinen Bruder selten gesehen. Dementsprechend gab es auch sehr viele Nächte, wo ich alleine schlafen musste. Ja. Alleine schlafen musste. Meistens bin ich natürlich zu meinen Eltern gerannt so und habe dann gesagt, ich kann nicht schlafen und so. Meine Mutter hat mich dann natürlich mit ins Bett genommen und so. Und an diesem einen Abend war es so, dass ich schon 4-mal die letzten 4 Tage bei meinen Eltern geschlafen habe. Von daher musste ich dieses Mal in mein Zimmer auskommen. Ja. Hab dann natürlich das Licht angemacht und hab mir die ganze Zeit vorgestellt, wie diese eine Jacke, die gerade an dem Stuhl hängt, ein Monster ist. Ich glaube, das kennt jeder. Ja, hab dann so mir das die ganze Zeit so vorgestellt und hab dann versucht, in so einem direkten Winkel zu schlafen, wo ich auch wirklich das ganze Zimmer sehen kann. Sprich, dass ich jederzeit meine Augen öffnen kann und kurz schauen kann, ob da ein Monster ist. Dieses Mal ist es aber so passiert, dass ich glaube, mein Vater reingekommen ist, während ich eingeschlafen bin und das Licht ausgeschaltet hat. Sprich, ich war am Schlafen, das Licht war aus und ich hatte halt noch diesen direkten View Richtung mein Zimmer. Ich hatte einen richtig komischen Traum an diesem Abend. Ich weiß nicht mehr genau, was ich geträumt habe, aber es war ein abgefuckter Traum, müsst ihr euch vorstellen. Ich bin aufgestanden. Das Problem dabei war jedoch, dass mein Gesicht voll in mein Kissen drin war. Sprich, ich konnte von meinem Zimmer so gerade noch den Boden sehen. Ja, ich wollte mich in die andere Richtung legen, bis ich gemerkt habe, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Das kennen die meisten, Schlafparalyse. Ich glaube, das passiert jedem Menschen mindestens einmal im Leben. Und bei den Türken heißt es ja direkt: Karabasan kommt, Karabasan kommt. Das ist die schwarze Gestalt, die dich mitten in der Nacht einfach so erwürgt, sage ich mal so, versucht zu erwürgen. Ich habe dann gemerkt, ich kann mich so nicht bewegen. Habe dann so mit meinem ein Auge, was ich noch so offen hatte, in mein Zimmer geschaut und habe gesehen, dass in der Ecke des Zimmers eine schwarze Gestalt war. Ich konnte nur den Unterkörper sehen, sprich nur die Füße, nur die Beine und den Rest konnte ich nicht sehen. Habe dann einmal so kurz meine Augen zugemacht und wieder aufgemacht, in der Hoffnung, dass es weg ist, aber habe dann gemerkt, die Gestalt kommt immer näher. Das als ein 7- oder 8-Jähriger war ich damals.
zu sehen, ist natürlich krank. Das mit der Gestalt ist mir nicht nur einmal passiert. Ich glaube, vor 1,5 Jahren oder so ist mir das auch einmal passiert. Aber natürlich als 7- oder 8-Jähriger ist viel schlimmer. Ja, die Gestalt stand dann wirklich so vor mir. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte nicht schreien. Hab irgendwie drauf gewartet, dass ich sterbe so. Ja, ne, ich hab schon als 8-Jähriger so akzeptiert, okay, das war's. Und danach habe ich meine Augen geschlossen und bin eingeschlafen. Ich glaube, damals dachte ich einfach nur als 8-Jähriger, dass es ein schlechter Traum war oder so. Aber zu dieser Zeit wusste ich ja nicht, dass Schlafparalysen wirklich so ein Ding sind und dass etwas wie Karabasan wirklich existiert. Ich dachte, das passiert Kindern nicht. Ich weiß nicht, warum ich es gesehen habe. Und ja, wie gesagt, ich bin dann durchs Leben gegangen und dachte halt wirklich so, das wäre ein Traum. Aber dass es Schlafparalysen wirklich gibt, habe ich erst Jahre später bemerkt. So, zu meiner Geschichte 2. Diese Geschichte kennen vielleicht schon ein paar Leute von euch, die habe ich schon mal erzählt. Ich sag mal so, meine Familie hatte eine Wohnung bereit. Diese Wohnung war für meine Schwester und für ihren Mann. Es musste noch renoviert werden und bla bla bla, aber es war halt noch in einem guten Zustand so. Und da war, glaube ich, erstmal Pause. Ich weiß nicht mehr, was da war, aber die haben, ich glaube, drei Monate so Pause gemacht. Das ist noch vor 1,5 Jahren passiert. Auf jeden Fall habe ich dann meinem Vater so gesagt, hey Papa, die Wohnung steht frei. Ich stelle da ein paar Stühle hin, ein Sofa, ein Fernseher, einen Tisch und mache es mir dort gemütlich mit meinen Freunden. Mein Vater hat dann gesagt, ja, okay, mein Sohn. Mein Vater hat mir da ein bisschen so geholfen. Ich glaube, er hat mir den Fernseher besorgt. Ich habe, glaube ich, den Sofa besorgt. Und ja, dann habe ich mir so alles eingebaut. Ich habe sogar noch ein paar Videos und Bilder von der Wohnung. War ich halt öfters mit den Jungs so. Wir haben dort gechillt. Ja, eines Abends, tut mir leid, Mama und Papa, war ich auf einer Party. Ich habe gefeiert und alles Mögliche. Ja, man hat natürlich Scheiße gebaut, man hat nicht das Hellalste gemacht. Ja, ich bin anstatt direkt nach Hause zur Wohnung gegangen, konnte, sage ich mal so, wie ich aussah, nicht nach Hause. Ich habe dann irgendwie das Laptop mit dem HDMI verbunden, direkt zum Fernseher und konnte dann per Hotspot mit meinem Handy Videos auf YouTube schauen. Habe ich dann so gemacht und bin währenddessen einfach so eingeschlafen. No shit, irgendwas mit 3 Uhr, sagen wir 3.30 Uhr war es, glaube ich. Ich bin aufgestanden, der Raum komplett dunkel, hinter mir eine Wand. Okay, hinter mir eine Wand. Ich bin so eingeschlafen mit dem Sofa halt. Sofa war so aufklappbar und hinter mir war halt die Wand. Hab dann so kurz zum Fernseher geschaut. War halt irgendein random YouTube-Video dort. Und dann habe ich ein komisches Gefühl an meinem Rücken gehabt. So ein richtig komisches Gefühl. Es war kalt. Es war richtig kalt an meinem Rücken. Und alle Fenster waren geschlossen. Ich hatte einfach, kennt ihr das? Ihr habt dieses Gefühl, dass dort einfach jemand mit euch ist. Und das hatte ich, Digga. Ich bin komplett allein in der Wohnung. Wohnung schon ein bisschen groß, sage ich mal so. Man bekommt natürlich ein bisschen Paranoia so. Das Licht war nicht an. Ich konnte den Raum noch so erkennen wegen dem Fernseher halt. Es war halt noch etwas dunkel, sage ich mal so. Bin dann so zur Hälfte aufgestanden. Noch so sozusagen am Liegen. Und vor mir, müsst ihr euch vorstellen, war ein Fenster. Da es noch nicht renoviert wurde oder sonstiges, gab es also keine Gardinen. Ich hatte direkten Sicht zum Fenster. Ich kann mich erinnern, wie ich das Fenster angeschaut habe, wie ich mein eigenes Spiegelbild angeschaut habe und gemerkt habe, wie die Decke hinter mir langsam hochgeht. Und ich meine nicht, dass sie irgendwie schwebt oder so. Ich meine, dort, wo eigentlich ein Kopf liegen sollte, kam langsam etwas hoch. Diesen Abend werde ich niemals vergessen. Wie gesagt, den hatte ich schon mal erzählt gehabt. Ich glaube, ich habe den schon mal in einem TikTok-Livestream oder so erzählt. Hab mich dann wach gehalten, hab danach die Nacht durchgemacht so. Danach war auch alles normal. Am nächsten Morgen hatte ich blutige Kratzer an meinem Rücken. Und ich meine richtig so mit den Nägeln drin. Kennt ihr das, wenn dieses Blut einfach so mich fast schon getrocknet ist? So sah mein Rücken aus. No shit, ich schwöre auf alles. Ja, das war dann die Geschichte zu der Wohnung. Ja, es war krass. Ich habe noch ein paar Geschichten, also die mir so passiert sind. Nur ich habe mir vielleicht überlegt, vielleicht mache ich nochmal so ein Video oder so, dann erzähle ich die dort. Jetzt erstmal zu einer Geschichte, die meiner Oma passiert ist. Bevor meine Oma von uns gegangen ist, inshallah allerhöchste Stufe im Paradies, hatte ich nicht wirklich viel Kontakt zu der.
Ist ja auch normal, sie war in der Türkei, ich war hier in Deutschland. Man hat sich einmal in 6 Jahren oder so gesehen. So ein Ding war das. Die Geschichte hat mir noch vor ein paar Stunden meine Mutter erzählt, weil ich sie gefragt habe, ob sie vielleicht noch irgendwelche Geschichten für mich hat. Meine Mutter hat eine von ihr erzählt und eine von meiner Oma und ich fand das von meiner Oma echt krank. Meine Oma war am Schlafen, neben mir mein Opa, ganz normal. Ganz normaler Abend halt. Damals hatten meine Großeltern noch einen Hund. Meine Mutter hat mir den Namen gesagt, ich weiß gar nicht mehr richtig, aber der war die meiste Zeit so im Garten, so, hat im Garten gechillt. Eines Abends ist meine Oma dann wach geworden, hatte auch eine Schlafparalyse, hat ihre Augen geöffnet und konnte sich nicht bewegen. Ich fand, bei mir war es nicht so schlimm wie bei ihr. Sie hat sozusagen mit einer Stimme in ihrem Kopf gekämpft. Eine Stimme in ihrem Kopf sagte: Öffne die Haustür oder du wirst sterben. Meine Oma konnte sich nicht bewegen, hat sozusagen einfach nur zugehört, konnte nichts sagen. Währenddessen mein Opa natürlich am Schlafen. Und die Stimme sagte weiterhin auf sie drauf so: Öffne die Vordertür oder wir werden dieses Haus verbrennen. In diesem Moment hat der Hund draußen angefangen zu knurren. Und es heißt ja, dass Hunde oder Katzen Geister oder andere paranormale Sachen sehen können. Der Hund weiterhin am Knurren, die Stimme weiterhin am Sagen, öffne die Tür, öffne die Tür. Meine Oma hat dann in einen anderen Raum eingeschaut und konnte sehen, wie dort langsam Flammen waren, schon so. Und die Stimme sagte weiterhin, öffne die Tür oder dieses Haus wird verbrennen. Meine Oma konnte sich dann Gott sei Dank auf einmal bewegen, ist dann aufgesprungen, hat nach meinem Opa zugleich gerufen. Mein Opa in dem Moment steht auf und beide sehen, wie auf einmal die Haustür aufspringt. Und das war's. Ich habe noch ein paar krasse Geschichten, auch Geschichten, die jetzt nicht direkt was mit Schlafparalyse zu tun hat, aber das meiste, was ich so kenne, was ich von meiner Mutter erzählt bekommen habe oder was ich allgemein von meiner Familie erzählt bekommen habe oder selbst von mir, passieren halt wirklich in der Schlafparalyse so. Ja, Leute, falls ihr Bock habt auf weitere Geschichten, lasst es mich wissen. Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr selber Geschichten habt, könnt ihr sie natürlich auch unten in die Kommentare schreiben. Das war's soweit mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen. Schaut bei Snapchat und bei Instagram vorbei. Abonnieren nicht vergessen, um ein Mustifizierter zu sein. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Passt gut auf euch auf.